Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eure Toxin-Modator 2. Heute bin ich mal alleine unterwegs und habe gedacht, ich mache mal so eine Schnellfahrt. Und zwar habe ich mir außerdem überlegt, ich fahre jetzt einfach mal jeden LKW einmal ab, also jede Marke und jede Art. Und ja, immer so eine kürzere Strecken, jetzt nicht so ganz kurz, aber auch nicht so ganz lange. Und heute fange ich mal mit Renault an. Das ist hier irgend so ein LKW. Ja, mit Ika. Werbung oder mit Auflieger. So, dann stelle ich mal ganz kurz hier alles ein. Nee, runter muss es nicht. So, jetzt ist vielleicht noch ein bisschen tiefer. So will ich jetzt nicht fahren. Bremse raus. Schön aus. Ja, wenn das ist irgendeiner, der ist nicht konfiguriert oder so. Oh, muss nochmal drüber. Ich hoffe, dass das jetzt alles so klappt. Oh, und sollte nochmal. Was fällt jetzt hier raus? Muss ich hier raus? Ja, hier muss ich auch. Also Gas geben tut der ja schon mal richtig schlecht. Ah! Ich weiß zwar auch nicht, warum das jetzt hier schneit, aber das kann uns ja auch egal sein. 3 Stunden fahren wir jetzt dahin. So, ich mach mal den Tempomaten an. Ganz schön kurvig hier. Wo sieht man ja nicht, wie schnell man fährt. Oh, ich muss jetzt hier, rechts. Ich muss jetzt mal. Ich fahre außerdem von Rom nach Neapel fahren wir. Wen das interessiert. So, das dauert jetzt erstmal ein bisschen, bis der hier beschleunigt. Das ist ein bisschen scheiße. Irgendwo der Geschwindigkeitsanzeige anscheinend nicht. Das finde ich gerade ein bisschen ärgerlich, aber ja, es nützt ja nichts. So, 150 an und wir fahren. Verzeihung. Dieser LKW ist auch nicht so meins hier von Renault. Ach, oh, ja gut, ich darf mich zur Seite gucken. Das wäre jetzt nicht so toll. Wenn ich ein Spui-Intro nehme. So. Das muss auch noch raus. So. Und jetzt diesen wir einmal hier rüber. Hoffentlich. Also dieser LKW, der ist jetzt ja nicht so gut. Ich werde doch nochmal eine extra Playlist, glaube ich, hierfür aufmachen. Die LKW-Testreihe. Hört sich interessanter, glaube ich, an. Scheibenwischer gehen auch, aber das bringt uns jetzt hier nichts. So. Napoli. Deswegen heißen die Spaghetti ist bestimmt auch so. Spaghetti Napoli. Mit Beschleunigung ist der hier aber nichts, habe ich das Gefühl. Hat der einen Retarder? Tatsächlich hat sogar einen Retarder hier drin. Ich persönlich finde diesen LKW jetzt nicht so schön. Also mein Mercedes ist schon der beste. Meiner Meinung nach. Es gibt ja wirklich unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel von Torben. Der hat ja jetzt 9 MAN. Der ist
Der ist mit zufriedener als mit dem Volvo, sage ich es mal so. Das ist wirklich Geschmackssache. Zum Beispiel, ich würde niemals, obwohl doch MAN schon Rennen von Nordost Gaming hat, zum Beispiel Scania, ich würde niemals im Leben in Scania fahren können. Anfang der Mautstrecke, das heißt, wir müssen noch mal was bezahlen. Format rein. Bin zu langsam, deswegen klappt das nicht. Jetzt. Weil der ist auch extrem langsam, ey. Allein, mich stört das ja jetzt schon allein, dass ich dann nicht sehe, wie schnell ich fahre. Ich sehe ja nur, dass da unten der Format aktiviert ist. Aber wo sehe ich denn jetzt hier die Geschwindigkeit, bitteschön? Ich finde die Geschwindigkeit einfach nicht. Ich sehe da zumindest den Gang, denn wir sind gerade im 11. Gang. Ich finde außerdem auch LKWs grauenvoll, die 11 Gänge haben oder so. Das ist echt schlimm oder mehr. Ich habe jetzt zum Glück nur 6 Gänge drin. Wie findet ihr das außerdem mit den Zeitraffern? In den letzten Videos hatten wir ja welche eingebaut. Fandet ihr die? Findet ihr das unnötig oder nicht? Ich werde nochmal das in der Infobox verlinken. So eine Abstimmung. Da könnt ihr nochmal abstimmen, wie ihr Zeitraffer findet, ob die gut sind oder nicht. Aber habe ich, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Ja, mal gucken. Guck mal, wir sind jetzt erst im Handel ist erst 88. Der ist so lahm, ey. Oder liegt das jetzt an der Tonnenzahl? Ich habe ja auch irgendwas drauf. Was sehe ich das denn jetzt nochmal? Fahre ich ab? Nö, oder? Ich fahre nicht ab. Ich sehe da nicht. Ach doch, doch, 20 Tonnen. Naja, daran könnte es auch liegen. Oh ne, nicht Auftrag abbrechen. So. Naja, wir fahren ja noch 20 Minuten. Naja, 2 Stunden und 18 Minuten. Das geht eigentlich voll. Oh, die Hupe, ey. Oh, das ist ein Konvoi. Alter, ey. So ein Teil, ey. Möchte ich nicht haben. Oh, 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 oh. 2 Stunden fahren wir noch nach Neapel. 2 glorreiche Stunden, sag ich ja immer. Tja. Also, das wird jetzt auch nochmal die neue Reihe werden. Wie gesagt, dass ich einfach mal alle Fahrzeuge teste. Das Ding ist, sie sind meistens nicht auf das Beste ausgestattet. Also das ist halt eben so. Ich fahre einfach das, was mir da jetzt so geliefert wird. Wenn da 16 Gänge LKW kommt, dann muss ich einen 16 Gänge LKW fahren. Aber ich werde auch mal häufig nur so eine 3 Stunden Tour oder so fahren, weil das ist einfach, dient einfach nur zur Vorstellung. Wer das Cockpit nochmal sehen möchte, hier ist es. Sehr glorreich, finde ich. Oh, ich muss auf den Verkehr. Oh, wie lahmarschig ich hier nur fahre. 113 erst. Ich habe 150 in den Tempomaten eingestellt. Ich habe keine Lust langsam. Diese Reihe werde ich auch alleine wieder machen, wie auf Gommel die Gommel spiele. Ist halt eben so meine private Sache, wenn Torben keine Zeit hat oder ja. Hoffentlich klappt jetzt hier auch alles. So. 1 Stunde und 22 Minuten noch. So. Es geht hier aber ruckzuck, sag ich mal. Alter, diese Hupe, ey, wie so eine Autohupe. Muss ja runter, Tempo mal aus. Ich glaube, der kann eigentlich auch anbleiben. Ich mach mal wieder an. Das geht gerade voll. So.
56 Minuten machen. Das muss gleich aber auf jeden Fall noch eine Maut kommen, weil da stand hier eben Anfang der Mautstrecke. Das heißt meistens so viel, dass wir am Ende der Maut dann was bezahlen müssen. Ich frage mich eigentlich persönlich mal, wie dieses System da wohl ist. Ob man irgendwie das berechnet wird, weil man fährt da ja erst rein. Und dann, wenn man wieder raus möchte, muss man ja auch wieder was, sondern ja was bezahlen. Ich frage mich halt, wie das da gelöst ist, wie man das macht und so. Und das weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Wer Italien sehen möchte, Italien kommt ja ein bisschen später raus. Das, wir fahren ja gerade einfach schon durch Italien, weil ich diese Kurzfahrt hier gemacht habe. Da habe ich halt eben Glück gehabt. Italien kommt nochmal richtig dann später als Folge, wenn wir mit Going East und Skandinavien durch sind. Ich gehe jetzt auch nicht auf Italien hier ein, weil wir das dann halt eben einfach so vorstellen, wenn es soweit ist. Ah, Scheiße. Ja, gut. Oh, nee, ey. Da hätte nicht so schnell fahren sollen. Naja, dann sind wir auch schon fast da. Den LKW repariere ich jetzt nicht, da das ja nicht meiner ist und ich gebe dafür jetzt auch kein Geld aus für diese paar Minuten noch, die ich jetzt hier fahren muss. So, lade endlich. So. Aber ich fahre jetzt links rum richtig rum. Ja, ich brauche den Schaden nicht. Ich weiß ja, wie viel Schaden mein LKW hat. Muss ich hier irgendwie raus? Ne, hier kommt man nirgends. Wie kommt man denn hier raus, ey? Volvo, da vorne kommt man raus. Ist links. Oh, ich mag diesen LKW einfach nicht, ey. Aber wir sind eh schon fast da. Jetzt glaube ich hier rein, wenn mich nicht alles täuscht. So. Oh, endlich. Gut, Leute. Das war's schon mit der Folge. Mal sehen, wie viel wir jetzt bekommen. Ausgezeichnet. 6000. Für die kurze Tour geht das eigentlich voll. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen erstmal. Das nächste Mal machen wir dann einfach mit irgendeinem anderen weiter. Lasst euch überraschen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.